Hallo Freunde von Amüsiertablette, ich bin's, euer Hackbart. Es ist nicht so meine Stärke, direkt in die Kamera zu reden, beziehungsweise mit einer, ja, stillschweigenden Linse zu quatschen, deswegen entschuldigt mir den einen oder anderen Versprecher. Warum ich euch heute hier dieses Video zeige, ist letztendlich, dass ich von der Frazily getaggt wurde. Erstmal vielen Dank dafür. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von Sachen beantworten oder Fragen stellen lassen und dann beantworten. Hab ihr aber versprochen, dass ich es auf jeden Fall mache. Um was geht's? Es sind 20 Fragen aus einem unterschiedlichen Bereich, die ich beantworten werde. Kurz vielleicht was dazu sagen werde, wenn ich irgendwas habe, was dazu gehört. Ansonsten ist das so eine Sache, das wird immer wieder weitergereicht. Wenn wir am Ende nominieren oder nicht nominieren, das seht ihr dann einfach. Und ich würde auch einfach vorschlagen, wir fangen an. Es sind 20 schnelle Fragen, sollten wir hinkriegen. Hoffe, euch gefällt es ein bisschen und dann geht's mal los. Erste Frage: Was war das erste Videospiel, was du durchgespielt hast? Ganz ehrlich, ich bin sprunghafter Mensch. Sobald ein Videospiel anfängt, mich zu langweilen, lege ich es einfach in die Ecke und dann interessiert mich das nicht mehr. Deswegen, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich jemals überhaupt ein Videospiel durchgespielt hätte. Und bei Simulation, was ja immer ganz gerne, oder was ich sehr gerne spiele, ist die Sache, dass es so eine Endlos-Sache ist. Also das kann man gar nicht durchspielen. Aber gut, das war zumindest die erste Frage. Wir machen einfach gleich weiter mit der zweiten. Was war deine erste Computer- bzw. Videospielkonsole? Meine erste, ja, Computer- bzw. Videospielkonsole. Ich würde sagen, der Game Boy zählen wir einfach mal als Spielkonsole dazu. Das war der wirklich erste Game Boy überhaupt. Der graue, dieses klobige, hässliche, fette Ding. Mein erstes Spiel dazu war Tetris. Danach kam sofort Super Mario. Habe ich als Kind jahrelang gespielt und war auch wunderbar. Wir machen einfach mal weiter mit der dritten Frage. Was war deine Lieblingskinderserie, die nicht animiert war? Also ich habe mir wirklich super gerne auf RTL 2, ohne Werbung machen zu müssen, die Kickers angeguckt. Fand ich immer super, wie sie da über das Sportfeld rumrennen und ihre Tore da mit gefühlten 185.000 km/h ins Tor ballern, sodass die Netze der Tore einfach explodieren. Ganz klasse. Frage 4. Nudeln, Reis oder Kartoffeln? Also ich bin absoluter Nudelfan, weil man sie auch zu allem einsetzen kann. Also egal, ob es jetzt wirklich nur Nudeln mit Bolognese-Soße ist oder Nudeln in einer China-Pfanne oder Nudeln nur mit Ketchup oder was auch immer. Kartoffeln esse ich auch gerne und Reis auch, aber Nudeln sind schon das Ultimo. So, Frage 5. Star Trek, Star Wars oder Stargate, A-Team oder MacGyver? Also dadurch, dass ich auf Star Trek, Star Wars oder Stargate gar nicht so stehe, weil mir das alles ein bisschen zu futuristisch ist, noch leben wir in der jetzigen Zeit, mag ich nicht wirklich irgendwas davon. Ich muss auch gestehen, ich habe von Star Wars nicht einen Film komplett durchgeguckt. Also es gibt ja mittlerweile, glaube ich, 7 Stück oder sowas. Ich glaube, ich habe vielleicht mal einen halben gesehen oder sowas. Vom dritten Teil oder so. Fragt mich bitte nicht, ist ganz lustig. A-Team oder MacGyver? Ja, A-Team ist geil. Mag ich total. Gucke ich auch immer noch sehr gerne. Es gibt ja so unterschiedliche Fernsehsender, die sowas noch zeigen. Genauso wie MacGyver. Und MacGyver ist so für mich das, wo ich sage, auch damals als Kind, als ich dann ein bisschen größer wurde, in die Pubertät kam, boah, der kann aus Kaugummi Bomben basteln, finde ich super. Will ich auch machen. Also deswegen, definitiv MacGyver. Frage 6. Zeitreise. Vergangenheit oder Zukunft und wohin? Ja, also ich würde ganz gerne in die Zukunft, um wirklich zu gucken, was ist technisch noch alles möglich und wohin. Ja, das ist eigentlich völlig wurscht. Also vielleicht so, weiß ich nicht, 2300 oder so, um wirklich mal zu gucken, was ist in der Zeit passiert. Ja, ich bin ja total gespannt. Also erst gerade gelesen, dass man mittlerweile mit Lasertechnik schon auf 3 Kilometer irgendwelche Flugzeuge und Drohnen abschießen kann. Das ist eine spannende Sache, würde mich auf jeden Fall interessieren. Frage 7. Wenn du der letzte Mensch auf Erden wärst, wo würdest du leben? Einsame Insel, Großstadt oder einfach nur auf dem platten Land oder was sonst? Ich bin Großstadtkind, also bleibe ich auch in der Großstadt. Und wenn ich dort alleine bin, dann ist das wie so I Am Legend, total spannend. Ist ein bisschen alleine in der Großstadt, gut, auf einer Insel ist man das auch, aber in der Großstadt ist noch viel mehr zu erleben, denke ich, als auf einer einsamen Insel. Deswegen ist es auf jeden Fall spannender, es wird mich reizen. Frage 8. Welches ist das sinnloseste Spiel, das du immer wieder aus Langeweile zockst? Solitär, Minesweeper, etc. Was spiele ich aus total Langeweile? Also wenn ich wirklich, ja gut, das Frazily tut mir jetzt herzlich leid, aber Minecraft ist mal ganz witzig, aber das ist auch so ein wirklich Langeweile-Game.
Was spiele ich noch aus Langeweile? Trackmania Stadium. Das ist ein spannendes Rennspiel, was mal von Nvidia rausgebracht wurde, soweit ich weiß. Das ist noch ganz witzig gemacht. Ein bisschen mit Loopings und Chaos pur. Das ist ganz cool. Dann gehen wir einfach zur Frage 9 über. Was wäre, ist deine Superkraft? Wenn ich Superkräfte hätte, was würde ich machen? Ich würde, glaube ich, sehr gerne zaubern. Zaubern ist eine schöne Sache. Habe ich als Kind damals auch gemacht. Eine kleine Zauberschule gehabt. Hat mich immer fasziniert. Das würde ich mir wünschen, das als Superkraft zu haben. Das wäre super. Frage 10. Putin oder Europa/USA? Also ich bin definitiv für Europa/USA. Ich fand jetzt die Aktion von Bush damals mit Krieg und hier und da auch nicht so bombastisch. Also ich bleibe wirklich in Europa, wobei ich mir jetzt momentan denke, die werden auch von vorne bis hinten verarscht. Putin ist so gar nicht mein Freund. Dem kann man nicht trauen. Der sieht schon ganz fies aus. Und wenn der nicht irgendwie was Böses im Schilde führt. Okay, aber das muss jeder für sich entscheiden. Frage 11. Buch oder Hörbuch? Definitiv Hörbuch. Erstens bin ich zu faul zum Lesen. Zweitens kann man die Hörbücher schön auch abends im Bett mal hören, wenn es dann so ist. Und einfach wegknacken, dann interessiert einen das nicht mehr. Dann fängt man dann am nächsten Tag wieder von vorne an, beziehungsweise von dem Kapitel, wo man letztens angefangen hat. Bei Büchern so viele Seiten und selber lesen und das strengt an, da habe ich keinen Nerv zu. Das ist total ätzend. Frage 12. Haustier, ja oder nein? Also ich habe ein Haustier, das ist eine griechische Landschildkröte, heißt Nils. Ich hatte auch mal einen Hund, der jetzt nicht mehr bei mir lebt. Deswegen, also Haustiere ja, Hauptsache keine Katzen, Hasen, was ist, Meerschweinchen, all sowas, sondern die Schildkröte habe ich mal geschenkt gekriegt, deswegen ist sie hier und ich bin auch ganz froh, dass sie hier ist. Ansonsten würde mir wirklich nur ein Hund ins Haus kommen. Frage 13. Land, Dorf oder Stadtmensch? Definitiv ein Stadtmensch. Ich bin froh, wenn wir verreisen, wenn wir auf dem Land sind, beziehungsweise irgendwo einsam unterwegs sind. Zum Entspannen, für den Urlaub ist das alles wunderbar, aber doch, ich brauche irgendwann mal wieder Action. Ja, viele sagen, boah, was ist hier bloß los? Ich wohne in Berlin, das ist wirklich pure Action und Stress, aber den brauche ich. Ich brauche irgendwie muss man sich mal aufregen. Ich brauche auch die Einkaufsläden in unmittelbarer Nähe und habe keinen Bock, 30 Kilometer irgendwo hinzufahren, um einzukaufen, dann nach Hause zu fahren, um festzustellen, mir fehlt was. Ja, gut, fahren wir nochmal 30 Kilometer jetzt einkaufen. Nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Hier kann ich einfach losziehen, bin in 2 Minuten am Einkaufsladen. Super. Frage 14. Shooter, Rätsel oder Rollenspiel? Ich bin ein absoluter Shooter-Fan. Haben wir lange nicht mehr auf unserem YouTube-Channel jetzt gemacht. Unser letztes, was wir an Shooter hatten, ist Battlefield 4 gewesen. Wir hatten überlegt, ob wir die neue Serie von Battlefield spielen werden, haben uns dazu entschlossen, dass wir es nicht machen, weil keiner so davon überzeugt war. Aber es hat sich angekündigt, dass ja am Ende des Jahres was Schönes wieder rauskommt, was so Battlefield sehr nahe kommt. Dort werden wir wahrscheinlich wieder einsteigen. Und dann werden wir da auch ein paar Videos oder Let's Plays draus drehen. Frage 15. Spiele über Disc oder Download? Damals war ich hellauf begeistert, weil ich eine Disc zu Hause hatte zur Installation. Mittlerweile bin ich froh, dass man das Ganze downloaden kann, denn die Spiele sind ja auch viel, viel größer geworden. Es sind viel mehr Gigabyte geworden. Man muss immer wieder bei den CDs oder mittlerweile sind es ja DVDs oder Blu-Rays ja schon, trotzdem immer wieder tauschen. Dann beim Download einmal im Schwupp durch, dann ist die Sache erledigt. Finde ich gut. Nachteil natürlich der Downloads ist, so wie bei Steam, wenn man mal irgendwie mal sein Passwort vergisst oder seine Login-Daten, kann es sehr gefährlich werden, dass alle Spiele auf einmal weg sind, weil man da nicht mehr rankommt. Also da würde ich mir vielleicht irgendwie wünschen, dass man dazu eine Setup-Datei bekommt, die man irgendwo sich auf irgendeine Festplatte legen kann oder auch selber auf eine CD bringen kann oder was auch immer, keine Ahnung. Da würde ich doch mir wünschen, dass die Leute sich da noch was einfallen lassen. So, Frage 16. Absolutes Lieblingsgame oder die derzeit besten drei? Also, ich habe kein Lieblingsgame. Ich spiele viele ganz gerne, mal hauptmäßig oder auch so just for fun. Also, Ark Survival Evolved ist momentan sehr schön. Dann immer mal wieder GTA 5 unterwegs. Minecraft finde ich auch nicht schlecht. World of Warships lohnt sich halt, wenn du wirklich in einer großen Division mit mehreren Fahrern fährst. Also aktuell sind da wohl nur drei. Das finde ich auch ganz super. Frage 17. Schaust du selber auch regelmäßige Let's Plays von anderen YouTubern? Ja klar, davon lebt jeder YouTuber oder Let's Player.
Wir gucken uns natürlich, beziehungsweise auch ich gucke mir andere Let's Plays an, um sich auch einfach Ideen oder sonst irgendwas zu holen, was man ja selber aus seinen Videos machen kann, was man verbessern könnte, was einfach too much ist. Deswegen, da kann man sich super austauschen, das klappt wunderbar und Frazily wird mir da zustimmen. Es macht einfach auch, wenn man mit anderen YouTubern zusammenspielt zum Beispiel, um einiges mehr Spaß, als wenn man ständig allein unterwegs ist. Frage 18. Wie bist du auf die Idee gekommen, mit YouTube anzufangen? Ja, ich spiele sehr gerne Computerspiele, genauso wie der Grunchcore und der Rockbook. Also alle drei bei uns auf dem Channel machen das super gerne. Irgendwann haben wir mal die Idee gehabt, oder der Grunchcore und ich die Idee gehabt, lass uns doch mal testen. Wir machen mal so eine Testaufnahme, total billiges Equipment hier gehabt, nur Headset und eine Billigkamera. Wir nehmen das mal auf, gucken mal, laden das mal hoch und schauen, was passiert. Das wurde angenommen und daraus wurde letztendlich dann ein Hobby, ne? Daraus wurde ein Hobby, was wir bis heute weiterführen, worüber wir froh sind. Es wächst und gedeiht langsam, dieser Channel. Ist aber auch ganz gut so und so machen wir halt unseren Weg. Frage 19. Im Game lieber fliegen oder fahren? Ich bin absoluter Flugzeug- und Hubschrauber-Fan. Ich selber würde am meisten liebsten fliegen. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Man ist ein bisschen wendiger und man wird vielleicht nicht immer gleich so schnell angegriffen, selbst im Game. Deswegen denke ich, fliegen ist schon eine sehr gute Sache. So, kommen wir zur letzten Frage. Frage 20. Was ist besser, Game-Welt oder reale Welt? Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Game-Welt ist eine schöne Sache, da kann man sich so ein bisschen hineinversetzen. Gerade so wie bei Ark Survival Evolved ist das mega spannend, steinzeitmäßig irgendwelche Dinos zu zähmen und so weiter und so fort. Aber ich bin doch eher für die reale Welt, denn man sollte nie vergessen, trotz dem ganzen vielen Zocken, was wir haben, dass wir eine reale Welt haben. Man sollte auch mal rausgehen an die frische Luft, an die Sonne. Gerade in der Großstadt, wie ich eben schon erzählte, mal ein paar Leute zusammenbrüllen, wenn sie nicht spuren, wie sie sind. Ist ganz witzig auf den Straßen. Ich würde auf jeden Fall liebend gerne in der realen Welt bleiben. So, das war's auch schon. Das waren die 20 Fragen und die 20 Antworten. Wen nominieren wir? Also ich danke auf jeden Fall erstmal der Frazily für dieses Taggen. Wir würden weiter taggen in Absprache mit dem Grunchco. Natürlich auf freiwilliger Basis, wir erwarten nichts von euch. Wäre der Shadowwolf, die Pushy und Sansara am Zocken. Ihr seid herzlichst eingeladen, diese Fragen zu beantworten. Unten in der Artikelbeschreibung sind die Fragen, kopiert sie euch raus, macht was draus, macht nicht was draus. Das ist euch überlassen. Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen Tag, sag auf Wiedersehen, Dankeschön und Tschüss.